Hallo, liebe Feierfamilie. Ich tue heute mit dir gerne die Asana-Bibliothek Position vom Baum genauer anschauen. Position vom Baum ist für mich persönlich ganz eine starke Asana. Gerade vor allem auch mit dem Bild vom Baum gibt sie mir jedes Mal sehr viel Ruhe und Stärke. Allgemein natürlich Balance Asana sehr gut für deinen Fokus, um deine Mitte zu finden. Und natürlich tut die Asanas auch deinen ganzen Körper stärken und deine Hüfte öffnen. Aber schauen wir uns doch das gerade direkt an. Und zwar starten wir natürlich nicht im Sitzen, sondern in der Position vom Berg, Tadasana. Richtest dich da ein, kannst vielleicht am Anfang ein bisschen von links nach rechts bewegen, zum Gewicht ganz gleichmäßig auf deinen Füßen verteilen. Kommst dann da in der Mitte, pendelst dich ein. Achtest, dass deine Zehen schön gespreizt sind, dass dein Gewicht schön auf Fersen und Fußballen verteilt ist. Du tust nochmal deine Schultern kreisen und ziehst dir dann leicht hinten aber so, dass die Schulterblätter zueinander ziehen. Deine Brust, dein Brustbein ist aufgerichtet, stark. Und dann bringst deine Hände vor das Herz, Daumen auf dein Brustbein und gibst langsam dein Gewicht auf einen Fuß. Merkst du einen Punkt vor dir, wie man auch sagt, Trischti, wo du dich darauf konzentrierst und wenn du so weit bist, hebst du ganz langsam das eine Bein leicht an und bringst jetzt deine Fersen zu deinem Stammbein. Und das ist ja bereits die erste Position, wie dein Baum kann aussehen. Wenn du etwas weiter gehen willst, wenn sich das gut anfühlt, bringst du deinen Fuß langsam am Bein auf und platzierst ihn auf deinem Unterschenkel, auf der Seite, Innenseite von deinem Bettchen. Und wenn du sogar noch etwas weiter magst, kannst du gerne deine Hand zur Hilfe nehmen und deinen Fuß auf deinem Oberschenkel platzieren. Gehst da in der Baumposition schön Druck mit dem Fuß auf dein Standbein und mit dem Standbein auf deinem Fuß. Konzentrierst dich auf den Punkt vor dir. Und dann kannst du zum nochmal einen Schritt weiter gehen, wenn du willst, deine Arme über deinen Kopf bringen und die auch auseinanderspreizen. Wenn der Baum ein bisschen anfängt zu winden, ist das kein Problem. Versuchst immer wieder zurückzukommen zu deinem Drischti und deinem Balance wieder zu finden. Wir schauen jetzt noch die verschiedenen Checkpoints an. Zwar ist ganz wichtig, dass deine Hüfte auf einer Ebene ist. Dass du nicht da hoppla, in deine Hüfte einknickst. Das wird noch viel, ist jetzt ein bisschen extrem passiert, wenn du da ein Bein anhebst, dass du in deine Hüfte gehst. Also deine Hüfte sind schön, beide Hüftseiten auf einem Level. Und das bleibt auch so. Dann ist das Bein offen, zeigt 90 Grad Richtung Anfang von deiner Matte. Also das Knie schaut nicht gegen vorne, sondern es ist geöffnet. Nachher siehst du jetzt, oder spürst es jetzt wahrscheinlich, dass deine Beine ganz aktiv sind und dein Rumpf ist ganz aktiv. Also,
du spürst da, wie deine Mitte aktiviert ist, wie die dich sich aufziehen. Und da hilft auch dir das Bild vom Baum, deine Mitte. Zieht nach oben, Baumkrone, gerade Richtung Decke, das Kinn parallel zum Boden. Auf der anderen Seite hast du die Standbeine, die fest auf der Matte verankert ist. Von der Hüfte abwärts und fest. Die Verwurzelung fühlst, hoppla, wo dich nach oben verwurzelt, die Stärke. Und nach oben die Äste. Also die zwei Energien, die deinen Körper lang und gerade machen. Wichtig auch, dass du gerade bist und nicht in ein Holzkreuz gehst, sondern dein Steißbein unten rein nimmst für die Aktivität in deiner Mitte. Und so einen schönen, geraden Baum. Bleibst in dieser Position, sicher für 5 Atemzüge. Und lösest dich dann von deinem Baum ganz sanft wieder. Gibst das Gewicht wieder auf beide Füße. Lösest deine Hände. Bevor du dann auf die andere Seite wechselst, auch da das Gewicht langsam verlagern. Den Fuß Schritt für Schritt anheben. Wichtig, dass der Fuß nie auf der Höhe vom Knie ist, sondern entweder unter dem oder oben am Knie platzierst. Die Hüfte auf einem Level. Die Hüfte vom Bein, wo angehebt ist, offen, das Knie schaut richtig kurze Seite von deiner Matte. Und dann kannst du deine Äste im Himmel ausstrecken. Machst dich ganz lang, spürst die Erdung und spürst die Länge gleichzeitig von dieser ganz starken Asse.